Leute, ich will ein Aufgebrauchsvideo machen. Ich habe ziemlich viel leer gekriegt. Ich kann heute irgendwie nicht reden, ich glaube, das ist die Hitze. Die Tüte platzt aus allen Nähten, so viel ist da diesmal drinnen. Es hat irgendwie gar nicht mehr aufgehört, dass ich Sachen benutze und aufbrauche irgendwie. Und meine Stimme ist weg. Ich war nämlich am Mittwoch auf einem Konzert. Wer mir auf Instagram folgt, weiß das sicher. Und seitdem ist meine Stimme weg, was 2 Tage später ist, aber okay. So, fangen wir auch gleich mal an. Ich habe Badebomben leer gemacht. Die habe ich zu Weihnachten von der lieben Nissa bekommen. Und ich fand die Bombe. Ich fand die echt Bombe. Was ist denn das? Das habe ich nicht mal gesehen, dass das da drinnen ist. Ist das ein Öffner? Das muss ich noch rausfinden, was das ist. Schaut aber so aus, als wäre das ein Öffner für die Badebomben gewesen. So waren die verpackt. Ich blende euch ein Foto ein, wie die ausgeschaut haben. Also, sie sind zwar schnell im Wasser aufgelöst gewesen, das war jetzt kein Deutsch, sie haben sich schnell im Wasser aufgelöst, so. Aber ich fand die trotzdem ziemlich gut. Das kann was werden. Ich fand die trotzdem ziemlich gut, weil, verkehrt rum, besonders die gelbe, die graue und die blaue, die haben mir am besten gefallen, weil die graue hat das Wasser schwarz gefärbt, das fand ich urgenial. Also ich fand die wirklich gut. Auch wenn sie sich schnell aufgelöst haben im Wasser, fand ich, waren die echt gut. Ich fand das eine süße Idee als Geschenk, weil sie weiß genau, dass ich gerne bade und Badebomben liebe. Also fand ich das eine echt süße Idee. Hab die echt gerne benutzt. Irgendwie ist heute der Wund drin. Furchtbar. So, ein paar kleine Sachen zeige ich euch zuerst. Vielleicht nehme ich das auch noch mit raus. Ich habe, das ist doch gar nicht so lang her, eine Aha-Peeling-Maske mit Kiwi aufgebraucht von Cadea Vera. Ich fand die okay. Also beim ersten Mal, wie ich die ja aufgebraucht habe, habe ich gesagt, mir gefällt sie gar nicht. Ich fand den Duft jetzt auch nicht so besonders. Jetzt versagt wieder meine Stimme. Ich fand den Duft jetzt auch nicht so besonders, aber sie war okay. Ich fand die Verpackung mega niedlich. Aber sie gibt es auch nicht mehr, also brauche ich eigentlich eh nicht mehr viel drüber reden. Ich habe sie nicht gebunkert, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ein Stück davon habe, aber sie war okay. Sie war jetzt nicht mein Favorit, wo ich jetzt nachtraue, dass ich sie mir nicht gebunkert habe, aber sie war okay. Aufgebraucht habe ich auch von Lavera Ampullen, so Intensivampullen heißen die, das biegt irgendwas. Die sehen so aus, die waren nicht schlecht. Die waren wirklich nicht schlecht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie mir nachkaufen würde. Ich habe da alle aufgebraucht. Da war sogar so eine Aufbrechhilfe drin, die habe ich aufgehoben. Ich habe die eher am Abend verwendet, weil das ist so eine straffende Zwei-Phasen-Kur gewesen. Sie war okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das mega umgehaut hat, muss ich ehrlich sagen. Die waren ein bisschen schwer zum Aufbrechen, weil die Aufbrechhilfe ist viel, viel größer als die Ampullen. Die sind relativ klein gewesen. Ja, also nachkaufen würde ich es mir nicht, aber ich fand es gut, dass ich das mal probieren konnte, weil sie waren nicht schlecht. Aber ich mag halt diesen Naturkosmetikduft nicht. Ich glaube, ihr wisst das schon. Mich stört dieser Naturkosmetikgeruch so. Sie waren nicht übel, aber ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass es eine 7-Tage-Kur quasi war, weil diese Cadea Vera, die sind ja nur so Einmalanwendungen, zahlt man aber auch jetzt nicht so viel, also ist jetzt auch wieder nicht so schlimm, aber ja. Ich fand die ganz okay. Nachkaufen, glaube ich, würde ich sie mir aber nicht. Ich muss auch mal schauen, ob es andere Ampullen von Lavera gibt. Vielleicht gucke ich mir die anderen mal an, weil ich finde, die Straffenden haben bei mir nichts getan, weil ich halt dieses Problem noch nicht habe. Deswegen haben die nicht viel getan. Sie waren okay, aber ich würde sie mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil mich der Duft auch ebenso stört. Ihr wisst ja, ich bin ein Duft-Junkie. So, Aftersun-Produkte habe ich ein paar aufgebraucht. Ich war ja mit meiner Freundin schwimmen. Wie gesagt, wer mir auf Instagram folgt, der sieht das meiste eh mit dem Konzert und mit dem Schwimmen gehen. Ja, das war von Garnier eine Aftersun-Tuchmaske. Die gibt es leider nicht mehr, weil die fand ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Und die gibt es aber leider nicht mehr. Das war jetzt meine letzte, glaube ich, die ich sogar aufgebraucht habe. Ich habe keinen Backup mehr, wenn ich mich jetzt nicht irre. Weil ich habe noch von Cadea Vera, nein, Lavoson ist die Eigenmarke, Entschuldigung. Ich bin heute ein bisschen verwirrt, ich glaube, das ist die Hitze. Von Lavoson, von der Müller Eigenmarke. Cadea Vera ist auch die Eigenmarke, aber Lavoson ist die Sonnenpflege und die Aftersun-Reihe. Mein Gott, war das jetzt kompliziert. Da habe ich auch eine Tuchmaske aufgebraucht, die fand ich auch sehr gut, aber ich bin halt wirklich traurig, dass die von Garnier nicht mehr gibt. Wenn ihr mir lang folgt, wisst ihr, dass ich die ja gebunkert habe, weil ich das schade fand, dass die auflassen wurden. So wie die. Da habe ich mir, glaube ich, auch ein paar nachgekauft, weil ich habe jetzt, glaube ich, nur noch ein Backup für Schwimmen gehen.
und dann ist er auch wieder vorbei. Aber die finde ich gut. Ich finde das beruhigt. Ich bin ja so empfindlich, wenn ihr mich kennt, wisst ihr das. Ich bin ja so sonnenempfindlich, ich werde sofort rot und meine Haut fängt an zu jucken und zu brennen. Und deswegen habe ich auch zwei von diesen Ampullen aufgebraucht, von diesen Aftersun-Ampullen. Besonders, wo ich die Rötungen hatte, waren die super, weil in zwei Tagen waren die Rötungen weg. Habe ich mir auch wieder nachgekauft. Da kommen, sind die Varianten, geht aus dem Sortiment, aber wir kriegen angeblich einen Ersatz. Was ich hoffe, weil ich liebe die und ich brauche die im Sommer wieder. Ich habe jetzt nämlich nur 3 oder 4 habe ich mir nachgekauft. So, da habe ich nämlich noch eine dritte aufgebraucht. Jo. So, 2 Ampullen habe ich hier auch noch. Das sind diese, die kennt ihr ja eh auch schon auswendig. Eigentlich ist es eh doof, dass ich euch die dauernd zeige, aber ich würde die nicht so wie die Wattepads. Die Wattepads habe ich jetzt weggelassen, aber ich würde die trotzdem euch immer wieder zeigen, weil ich mag ja die so, so gerne. Leider gibt es dabei noch keine Limited Edition. Ich warte irgendwie drauf, dass eigentlich eine für den Sommer kommt, aber es kommt leider keine. Es gibt nur die Nachtampulle, die was limitiert ist. Aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe einmal die Glow-Ampulle aufgebraucht und einmal die Wake-Up mit Koffein. Ich finde die Verpackung ja so süß von dem. Eine Augencreme-Probe habe ich auch leer gemacht, aber leider nicht ganz, weil der Rest ist mir so ein bisschen eingetrocknet. Das habe ich von der Vivi zum Geburtstag bekommen. Es ist zwar gut, dass da so viel Augencreme drinnen war, da war ja wirklich extrem viel drinnen, aber ich hätte nur da auf der Seite so ein Loch machen müssen und nicht da an der Ecke aufschneiden sollen, weil der Rest ist mir total austrocknet von der Creme, was ich schade fand, weil die war... Ja, sie war okay. Sie hat jetzt diese Fältchen, diese Feuchtigkeitsfältchen bei mir jetzt nicht weggemacht, aber sie war okay. Und ich finde super, dass da in der Probe so viel drinnen war. Da war 3 Milliliter drinnen und ich finde das mega zum Probieren, dass da so viel drinnen war. So, eine Tuchmaske habe ich auch leer gemacht von Cadea Vera, diese Lemon Squeeze. Die fand ich leider nicht so gut. Die hat ein bisschen auf meinem Gesicht gebrannt. Ich habe noch ein paar Backups davon. Ich bin gespannt, ob es bei den Backups auch so ist oder ob es nur war, weil meine Haut ein bisschen gereizt war wegen dem Sonnenbaden. Da bin ich echt gespannt. Das heißt, die werde ich nächsten Monat wieder ausprobieren, um zu gucken, ob sie mir brennt oder nicht. Ich fand die süß, weil die hat überall so Zitronen drauf gehabt. Das fand ich echt süß. Also die Verpackung ist ja generell. Cadea Vera macht so niedliche Verpackungen. Dann habe ich von Douglas diese Hollywood Skin Augen Hydrogel Pads aufgebraucht. Die mag ich auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es die nicht mehr gibt. Ich sehe nämlich nur noch die goldenen und die mit Aloe Vera und die blauen habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Aber die sind diesmal vom Auge ein bisschen runtergerutscht. Ich weiß nicht warum, aber die sind auch beim Sitzen am Schminktisch sind die dauernd runtergerutscht. Keine Ahnung wieso. 2 Badezusätze habe ich auch leer gemacht. Einmal, den habe ich irgendwo noch einmal, aber ich weiß jetzt nicht, wo der zweite ist. Habe ich ihn da als erst erwischt? Nö. Einmal diesen You Are My Otter Health oder so, wie man das ausspricht. Ich finde den Badezusatz so süß. Die Verpackung ist mega von dem. Der Duft ist mega von dem. Und ich habe mir ja in dem Haul-Video Sorgen gemacht, weil das ein Badesalz ist. Aber es war überhaupt nicht so grobkörnig. Und ich bin so froh, dass ich mir so viele gebunkert habe. Sollte ich demnächst in irgendein DM sein und den nochmal sehen, würde ich mir den fix nochmal mitnehmen. Egal wie viele ich noch habe. Weil ich finde den so, so toll. Der das ist so ein bisschen ein Satz von... Entweder von dem, weil den mochte ich ja auch so gerne und der ist leider auch Limited Edition. Oder von den Melone-Badezusatz von... Ich glaube, den habe ich sogar irgendwo aufgebraucht. Aber das ist ein richtig geiler Ersatz, finde ich. Also die beiden, den gibt es ja auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich noch viele Backups habe. Aber den fand ich auch so geil und habe auch reduziert gekauft. Vielleicht warte ich dann, bis der Otter Health reduziert ist, aber den fand ich echt gut. Meine Reinigungstücher habe ich auch leer gemacht. Die waren am Schminktisch. Die muss ich mir wieder nachkaufen. Ich habe jetzt die Hanf da stehen, weil ich keine anderen mehr hatte. Muss ich mir wieder nachkaufen. Wisst ihr ja eh, kaufe ich mir immer wieder nach. Eine Lippenmaske habe ich auch aufgebraucht, das war diese lilane. Die hat bei mir gebrannt. Ich hatte eine Fieberblase, jetzt ist sie so ein bisschen am Abklinken, Gott sei Dank. Hat diesmal ein bisschen länger gebraucht, weil normalerweise, wenn ich Lippenpatches mache oder wenn ich die Creme benutze und meine Kapseln nehme, ist es eigentlich weg. Aber diesmal hat das nicht so funktioniert, leider. Was ich echt traurig fand, was ich wirklich traurig fand, dass es diesmal so kacke war. Aber ja, ich habe noch eine Packung von den anderen. Ich bin gespannt, ob... die besser sind, weil die konnte ich jetzt nicht so gut testen, weil ja das so Brand hat auf den Lippen, aber ja, ich bin gespannt. Dann habe ich Hydrogel Augenpads von Cadea Vera benutzt, die es ja leider so in der Form nicht mehr gibt, sondern anders. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Die fand ich auch wirklich, wirklich gut. Habe ich Gott sei Dank noch ein paar Backups, weil die Variante, die gibt es ja leider nicht mehr, die haben die auflassen und jetzt gibt es ja eine andere Variante, habe ich euch eh schon oft gezeigt, habe ich auch aufgebraucht, zeige ich euch dann gleich.
Es gibt eine orangene Variante, eine hellblaue, was der Ersatz von dem ist, und orange, hellblau, was ist das dritte? Und eine dritte Variante gibt es auch, aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich mag die von Cathea Vera, die sind echt gut. Zwei Badezusätze, na Blödsinn, einen Badezusatz und eine Tuchmaske habe ich auch gebraucht. Wie komme ich drauf, dass das ein Badezusatz ist? Die fand ich nicht so gut, das war die Kokos von Balea, die gab es einmal irgendwann limitiert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich davon noch ein Backup habe. Aber die fand ich vom Duft her leider sehr, sehr enttäuschend. Die hat nicht so angenehm nach Kokos gerochen wie die andere, die limitiert war. Die ich auch, glaube ich, aufgebraucht habe, wenn ich mich nicht... Ich tue immer so vorgreifen, sorry. Aber die fand ich nicht so gut wie die andere Kokos, die, was ich mir auch gebunkert habe. Also die hat mir nicht so gut gefallen, leider. Auch vom Feuchtigkeitseffekt her hat die mir nicht so gut gefallen. Den Badezusatz mag ich leider auch nicht, weil ich finde den Duft nicht so angenehm. Das riecht man nämlich noch raus. Und ich mag diese Körner von diesem Badezusatz nicht. Deswegen würde ich mir den auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich noch Backups habe. Ich habe zweimal die Nivea In Douche Lotion aufgebraucht. Einmal Anfang des Monats, weil da ging sie knapp leer. Ich habe an einem Tag, glaube ich, 5-6 Sachen gleichzeitig aufgebraucht, wie das neue Monat angefangen hat. Da haben die Freundinnen auch schon von mir gesagt, Herz, du brauchst jetzt schon so viel auf. Und wir haben gerade mal Anfang des Monats. Also ist die Anfang des Monats leer worden und die zweite Ende des Monats, weil ich ja zweimal am Tag duschen gehe meistens, weil es so brechend heiß ist und nach der Arbeit, vor der Arbeit. Deswegen zwei Packungen. Ich weiß, es ist ziemlich viel, aber ich liebe dieses Produkt. Sieht man, glaube ich, jetzt eh, wie sehr ich es liebe. Und ich würde mir das immer wieder nachkaufen. Ich habe es mir auch jetzt gerade wieder nachgekauft, glaube ich. Eine habe ich jetzt noch als... Habe ich jetzt noch ein Backup? Ich weiß nicht, ich muss gucken, ob ich noch ein Backup habe, weil ich habe mir ja da mehr gekauft, wie das um 20% reduziert war. Und ja, ich mag das. Ich mag das wirklich. Ich würde mir die immer wieder nachkaufen. Ist halt heftig, dass ich gleich so viel aufgebraucht habe, aber egal. Einen Nagellackentferner habe ich auch leer gemacht. Das war der Kokos vom Hofer oder Aldi, wie es ihr kennt. Das war noch ein Nagellackentferner von meiner Mom, den ich da leer gemacht habe. Ich finde, der hat gut nach Kokos gerochen, wenn das ein bisschen verflogen ist mit dem Nagellackentferner-Duft. Jetzt natürlich riecht man das nicht mehr. Er hat sehr lange gehalten, muss ich sagen. Da war nämlich relativ viel noch drinnen. Ja, ich bin aber froh, dass ich ihn jetzt leer gemacht habe, weil das war noch so ein Überbleibsel von meiner Mom und... Ja, habe ich jetzt aufgebraucht. Aber von Hofer würde ich jetzt ehrlich gesagt keine Nagellackentferner kaufen. Ich kaufe mir immer die vom Müller, die Aveo. Die liebe ich am meisten. Eine Dusche habe ich leer gemacht. Ich mache das nicht kategoriemäßig. Ich ziehe einfach das raus, was ich als erstes erwische und dann zeige ich euch das, weil das ist so viel Zeug da drin, das ist echt furchtbar. Also, eine Dusche habe ich aufgebraucht von Original Source oder Source oder wie das immer man aussprechen mag. Ich mochte die leider nicht so gern, die habe ich ja damals von Action gekauft. Die Verpackung fand ich mega witzig mit diesen Tropfen drauf. Sie hat gut nach Zitrone gerochen, also das Duschgel hat gut nach Zitrone gerochen, aber ich glaube, ich würde mir das nicht nachkaufen. Ich habe andere Duschgele, die ich ja sowieso noch aufbrauchen sollte und es gibt von Nivea dieses Banane Acai und dieses Melone Minze, was ich viel, viel lieber mag als das. Also... Das würde ich mir nicht nachkaufen. Es ging auch relativ schnell leer, muss ich sagen. Dann habe ich ein Make-up leer gemacht und das werde ich nicht aufschneiden und rauskratzen, weil ich mag dieses Make-up nicht so gerne. Ich habe es gerne benutzt für die wärmere Jahreszeit, weil es halt nicht so pappig auf der Haut ist, sage ich jetzt einmal. Und ich habe es halt für die Arbeit verwendet, weil ich halt mein Mac, das habe ich jetzt aber weggegeben, weil es mir zu dunkel war, war mir zu schade. Und jetzt habe ich andere zwei Make-ups noch offen. Ich glaube, das andere ist mir auch zu dunkel. Muss ich noch gucken. Aber das hat von der Farbe her sehr gut gepasst. Ich habe es ausprobiert. Ich empfehle es auch viele, die was eben nicht so was Deckendes haben wollen. Ich finde aber persönlich, dass schon meine Sommersprossen und so ein bisschen abdeckt hat. Also ich finde schon, dass es gut deckt. Viele sagen, also auf der Beschreibung stand zumindest, dass da die Deckkraft nicht so stark ist. Aber ich finde, es hat auch schön meine Sommersprossen und so abdeckt. Also ich bin die Einzige, glaube ich, die den Trend hasst. Weil ich verdecke meine Sommersprossen immer. Ich verstehe diesen Trend nicht, aber okay. Das war okay, aber nachkaufen würde ich es mir nicht. Das war auch fairerweise ein Tester, das habe ich mir mal aussuchen dürfen. Zum Probieren war es super, weil jetzt kann ich es auch weiterempfehlen und weiß jetzt, wem ich das empfehlen soll. Das finde ich immer so super, dass wir die Möglichkeit haben, das zu testen. Also nachkaufen würde ich es nicht, aber ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Für Leute, die halt etwas leichtere Deckkraft haben und haben wollen und die was das eben kaschieren wollen. Ein Make-up-Fixierspray habe ich aufgebraucht. Das war von Too Faced das Melon. Ich fand es ehrlich gesagt leider nicht so gut. Es hat doch so einen leichten Glow gemacht. Also man musste das, da ist auch eine Kugel drinnen. Sorry für das laute Rascheln. Da ist auch eine Kugel drin, das musste man vorher schütteln, weil da so Glitzerpartikel vorher rauskommen sind. Ja, es war Limited Edition, das gibt es ja sowieso nicht mehr. Ich finde es schade.
Ich fand die Verpackung nämlich so süß mit dieser Melone da oben drauf und mit der Gurke. So, vom Duft hat es mir sehr gut gefallen. Von Fixierung war es auch super. Also mein Highlight hat den ganzen Tag gehalten. War mega von der Fixierung her, sorry, meine Stimme. War mega von der Fixierung her, aber leider gibt es das ja nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es generell Fixiersprays von Too Faced im Standardsortiment gibt. Da müsste ich mal gucken. Weil Too Faced ist eine sehr interessante Marke, zumindest für mich. Wenn ich mal meine Make-up-Backups aufgebraucht hätte, würde ich mir auch ein Make-up von Too Faced kaufen. Aber mal schauen. Jetzt müsste ich erst einmal die ganzen Backups leer machen. So, eine Probe habe ich leer gemacht von Sephora, von diesen Reinigungstüchern. Die habe ich durch Zufall gefunden. Ich glaube, das hat mir mal die Tanja geschenkt, weil da hat sie online irgendwo bestellt und hat das dazu bekommen. Und weil sie weiß, dass ich die Proben so gern verwende, hat sie mir auch ein paar Sachen geschenkt. Ich muss das nochmal zusammensuchen. Ich bin meine, ich habe sie irgendwo hingelegt und ich weiß es gar nicht mehr wo. Warum schaue ich automatisch auf den Boden? Wissen wir nicht. Aber das habe ich probiert. Ich mochte den Kokosduft leider jetzt nicht so gerne. Es war auch jetzt nur ein Reinigungstuch, also konnte man das jetzt halt nicht so ausgiebig testen, wie ich es gerne wollen würde. Aber es war okay. Ich habe jetzt die Melone-Reinigungstücher von Sephora in Verwendung und die finde ich super. Also wenn, würde ich mir eher die Melone kaufen als die Kokos. Aber ich kenne jemanden, die die mag. Also ja, für mich war es halt leider nichts. Von Biotern habe ich meine Körperpflegereihe aufgebraucht. Das war von Bath Therapy, das Revitalizing Blend. Oh Gott, war das schwer. Das war diese türkise Verpackung. Ich habe das Peeling geliebt, ich habe den Duschschaum geliebt, ich habe den Duft geliebt. Das war beides so geil. Und das gibt es beides nicht mehr. Das riecht so geil. Und das gibt es nicht mehr. Und ich ärgere mich, dass ich mir damals die Bonnie Butter nicht gekauft habe, aber ich habe eh so viel Zeug, also es war limitiert, es gibt es leider nicht mehr. Ich habe es aber sehr, sehr gerne benutzt und habe es wirklich geliebt. Aber es gibt es nicht mehr. Dann habe ich Shampoos aufgebraucht, gleich zwei Stück. Einmal das Banana-Shampoo, das muss ich mir unbedingt nachkaufen. Ich will das nämlich unbedingt wieder haben, weil das fand ich wirklich... Warum sitze ich immer so da? Ich verstehe es nicht. Das will ich mir unbedingt wieder nachkaufen, weil ich fand das mega, mega gut. Ich werde es mir auf jeden Fall noch wieder nachkaufen. Ich weiß nicht, warum ich jemals aufgehört habe, das Bananenshampoo zu verwenden, weil ich mag das echt, echt gerne. Und das passt halt perfekt zu meiner Banane-Phase aktuell. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich weiß, ich habe das früher auch so gern verwendet und ich weiß nicht, warum ich jemals aufgehört habe damit. Also werde ich mir nachkaufen. Es macht die Haare urschön, also zumindest glänzen da meine Haare viel schöner. Jetzt sind die halt so... Ich weiß nicht, ich habe auch eine Haarmaske verwendet, vielleicht liegt es daran. Ich glaube, die Haarmaske werde ich meiner Freundin schenken, weil die ist ein bisschen zu reichhaltig. Das drückt meine Haare quasi so runter. Ja, ich bin gerade wieder am Testen und wieder am Aussortieren, damit es weniger wird in meinem Backup-Schrank. So, ein Alverde-Shampoo habe ich auch aufgebraucht, hat mir aber der Stefan geholfen. Ich muss langsamer reden. Ein Alverde-Shampoo habe ich aufgebraucht mit Kiwi und Apfelminze. Das ist für feines Haar mit mehr Volumen. War okay, aber ich würde mir das ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Ich fand den Duft gut. Den Duft fand ich gut. Jetzt nicht zum Umhauen, aber gut. Würde ich mir aber ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Ich habe mir aber von Alverde ein anderes Shampoo gekauft. Das habt ihr, glaube ich, schon in einem Haul-Video gesehen. Eine Seife habe ich leer gemacht, von Action war die, und da werde ich mir die Verpackung noch aufheben, weil ich die Zitronenverpackung so wunderschön finde. Und ich glaube, dass da die 500 ml sehr gut reinpassen von meinen Seifen-Nachfüllpacks. Also werde ich die dann ein bisschen auswaschen und ins Badezimmer stellen. Aber die Zitronenseife generell von Action war sehr, sehr gut. Also wenn ich da mal die Verpackung nicht mehr brauche und ich irgendwann mal eine Seife wieder aufkaufen muss oder ich zu viele aufgebraucht habe, werde ich mit die auf jeden Fall, wenn ich sie wieder finde, nachkaufen. Eine Chewbacca Kokosnussmaske habe ich aufgebraucht. Die habe ich, glaube ich, von der Bitty zum Geburtstag bekommen. Da war der Kokosduft jetzt auch nicht so gut, aber ich fand das Muster halt... Ich meine, leider habe ich es jetzt weggeschnitten, das sieht man leider nicht. Aber das Muster war halt unwitzig. Leider war der Stefan da arbeiten, wie ich die aufgehabt habe. Aber das Star Wars finde ich auch eine mega Idee. Ich hätte auch gerne noch andere davon jetzt. Ich sag doch, da war ein Haar. Das hat mich die ganze Zeit kitzelt. So, die würde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, also jetzt die speziell würde ich mir nicht nachkaufen, weil ich die fand die jetzt nicht so gut. Aber ich würde gerne die anderen haben. Es gibt ja noch mehrere von diesen Star Wars. Aber ich habe eh noch so viel Zeug. So, eine Mundspülung habe ich auch wieder aufgebraucht. Das ist die Meridol. Die würde ich mir dazwischen auf jeden Fall wieder nachkaufen, weil so schlecht fand ich sie nicht. Ich habe aber jetzt eine andere beim Biper, war eine Aktion 1 plus 1 gratis, und ich habe mir von Colgate, glaube ich, ist das eine mit
Tee und Limone gekauft und die ist so geil, die habe ich heute gerade das erste Mal verwendet und ich habe mich verliebt in die. Ich glaube, ich werde keine andere mehr kaufen. Furchtbar. Das war nämlich damals auch mit einer von DM, von Dotodent. Könnt ihr euch noch an diese Grapefruit erinnern? Da bin ich auch voll reingekippt. Und dasselbe ist jetzt mit dieser neuen von Colgate. Ja, also die würde ich mir dazwischen vielleicht einmal kaufen oder die kleine Variante, damit ich das so zwischendurch mal verwenden kann, weil es auch gegen Zahnfleischentzündungen hilft. Würde ich mir die schon in klein mal für zwischendurch nachkaufen. Mein Haarspray ist auch wieder leer worden von Elnette de L'Oreal. Ich habe ja von Müller, gibt es die 250ml und ich habe aber gesehen im DM, ich muss noch Preise vergleichen, gibt es eine größere Größe, also 300ml. Also werde ich sie mir wahrscheinlich, wenn ich meine Backups von dem aufgebraucht habe, was sehr viele sind, werde ich mir wahrscheinlich die größere beim DM nur noch nachkaufen. Ein Grund mehr, öfter zum DM zu gehen. Aber ich mag den trotzdem am liebsten und ich würde mir nur noch den kaufen. Wahrscheinlich wechsle ich halt von Müller auf DM, wenn es einen großen Preisunterschied gibt. Muss ich aber erst einmal schauen. Muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen und mal durchchecken. So, dann habe ich ein Duschpeeling leer gemacht. Das sieht so aus. Das habe ich ja so, so gerne verwendet. Ich wollte mir eigentlich noch Backups davon kaufen, weil ich fand, das hat so nach Marzipan gerochen. Und das war genau mein Ding. Aber leider habe ich keine Backups mehr erwischt, weil ich war dazwischen dann nicht mehr beim DM. Und ehrlich gesagt habe ich gar nicht mehr nach einem Duschpeeling geguckt, weil ich ja eh noch so viele Peelings hatte. Ich habe aber, glaube ich, das Melone noch. Außerdem habe ich jetzt noch eins von Fahr in der Dusche stehen und ich sollte mal die mal aufbrauchen, bevor ich mir jetzt noch neue kaufe. Aber das war sehr, sehr gut und den traue ich ein bisschen hinterher. Gucken wir mal, was im Winter rauskommt für eine Edition, oder? Die Sommer habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Ganz kurz, ich habe eine Intimwaschlotion leer gemacht von der Müller Eigenmarke. Ich habe jetzt eine andere und die ist mit Bumspende und ist nicht so flüssig wie die. Gucken wir mal, wie lange die von CD ist, die nehme ich, wie lange die hält. Ich glaube, die habe ich auch in einem Haul-Video hergezeigt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Gucken wir mal, wie lange die hält. Und dann werde ich mich entscheiden, welche ich als nächster nachkaufe oder bei welcher ich bleibe. Ich habe gesehen, die von CD gibt es beim Biber auch. Wäre auch eine Alternative. Muss ich nur gucken, wo sie halt günstiger ist. Aber die werde ich mir jetzt mal nicht eine Zeit lang nachkaufen. Ich gucke erst mal, wie ich mit der CD, wie lange ich auskomme und dann schauen wir mal weiter. So, aber schlecht fand ich die jetzt nicht. Für zwischendurch ist sie okay. Ich habe eine Maske aufgebraucht. Also das war ein Peeling und Maske. Ich fand die furchtbar. Das war von Freeman. Den Duft fand ich gut. Der hat so geil nach Apfel gerochen. Also die war richtig, also nicht ganz nach Apfel, aber die, ich glaube Apfel. Aber die hat mega geil einfach gerochen. Die Verpackung fand ich auch wunderschön. Leider hat Freeman die Verpackung geändert. Was mich richtig traurig macht. Ich fand die Verpackung gerade von Freeman so genial. Und jetzt haben die Verpackung so umgestellt, dass mir das überhaupt nicht mehr gefällt. Aber ja, mein Gott. Ich habe jetzt noch eine andere Maske. Die habe ich jetzt Gott sei Dank leer gemacht. Ich habe es selber eher als Peeling verwendet. Da war ehrlich gesagt der Peeling-Effekt nicht so geil, dass ich das jetzt da wieder nachkaufen würde. Es war auch viel, viel, viel zu viel Produkt. Da waren 175ml drin als Maske oder als Peeling und das ist echt viel. Da geht irgendwann einmal dann ein der Duft auf den Keks und man will es dann nicht mehr verwenden. Aber ja, vom Peeling-Effekt war es okay. Als Maske war sie auch okay, aber ich würde sie mir jetzt ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Würde ich mir wirklich nicht. Ich habe auch ziemlich viele Duschgele verbraucht. Und generell Körperpflege war ich sehr, sehr brav. Ich habe aufgebraucht von Rituals, das habt ihr vor kurzem erst in einem Video gesehen, das After Sun Duschgel. Ich liebe es. Ich habe es in groß, ich habe schon in groß in Verwendung. Ich liebe dieses Duschgel. Ich liebe dieses Duschgel für den Sommer. Ich bin so verliebt, ich hätte mir nie gedacht, dass ich in Rituals so reinkippen werde, aber es ist wirklich so. Das habe ich in groß, ich werde es mir auch wieder nachkaufen. Ich bin verliebt. Ich bin wirklich verliebt. In was ich nicht so verliebt war, waren die beiden Produkte. Das fand ich auch gut. Das war von Nature Box ein Duschgel. Fand ich auch sehr, sehr gut. Das war so eine kleine Variante, die war damals reduziert. Ich glaube um 2,50 Euro oder so. Finde ich gut vom Duft her, vom Duscherlebnis auch. Also war richtig geil der Duft. Also würde ich nicht so viel haben, würde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich kaufe es mir jetzt natürlich nicht nach, weil ich noch so viel Duschgel habe. So. Die beiden Produkte mochte ich leider gar nicht. Ich fand von dem den Duft nicht so geil. Das war von Duschstars, das Grapefruit Ingwer Duschgel. Es ging auch relativ schnell leer, muss ich sagen.
ich weiß nicht warum, ich habe einmal eins gehabt von Duschdas, das habe ich geliebt, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Aber das würde ich mir fix nicht nachkaufen, ich glaube, das gibt es eh auch nicht mehr, das wurde aus dem Sortiment genommen. Das habe ich mir nämlich reduziert damals gekauft. Ich fand es nicht gut. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Was ich mir auch nicht mehr nachkaufen würde, ich habe es jetzt noch einmal probiert, aber leider nein, da löst sich das Ganze ab vom Balea, schaut überhaupt nicht schön aus, weil das halt so ein öliges Produkt ist. Das war von Balea, das Natural Beauty Öl Peeling. Sieht so aus, das war mit diesem angeblichen Mandelduft. Den Mandelduft habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe auch, der Peeling-Effekt ist gut, nicht falsch verstehen. Es ist eine Alternative zu dem sauteuren Collister Peeling. Da ist es wirklich eine Alternative, es ist halt sehr ölig. Aber ich würde mir das von Balea ehrlich gesagt nicht mehr nachkaufen. Da kaufe ich mir lieber das teurere nach von Collister und weiß, dass die Verpackung auch nicht so nachgibt wie hier. Also das finde ich, das hat mich richtig gestört. Ich finde, das schaut im Badezimmer dann auch nicht schön aus, wenn das sich alles so dermaßen auflöst. Ich finde, das schaut nicht schön aus. Also das geht für mich geht das gar nicht. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Hat sich ab jetzt für mich vollkommen erledigt, Balea. Also zumindest das Ölpeeling. Ich mache zuerst mal die kleinen Sachen, damit ich die mal weg habe. Ich habe ein Serum aufgebraucht für die Augen von Lancôme. Das hat so einen kleinen so eine kleine Metallkugel gehabt. Ich muss sagen, es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Es war zwar sehr angenehm kühlend, aber ich fand es nicht gut. Ich fand es irgendwie nicht gut. Mir hat das irgendwie keinen Effekt gegeben, dass ich mir das jetzt unbedingt nachkaufen würde, weil das Ding ist wirklich so teuer. Dann habe ich aufgebraucht 2 Kajalstifte. Furchtbar. Ich habe die ganzen Masken auf meiner Schoß gehabt und es hat so big, dass ich das jetzt weggeben musste. Also, zurück zur Deko. Ich habe den Lancôme Kajal aufgebraucht. Da ist die Mine dann rausgebrochen. Ja, ich habe den ja in einem Set dabei gehabt. Ich fand ihn okay, aber nachkaufen würde ich ihn mir nicht. Dann habe ich noch von Essence den Long Lasting Eye Pencil leer gemacht. Da kommt nichts mehr raus, da habe ich mir schon am Auge umadum kratzt. Da war nicht mehr viel drin, ich weiß nicht, warum ich den nicht schon vorher aufgebracht habe, aber egal, er ist jetzt leer. Ich habe jetzt einen von M. Asam, den finde ich aber jetzt auch nicht so genial. Also ich, keine Ahnung, welchen ich mir dann als nächster kaufen werde, aber ja, die waren jetzt nicht so besonders. Dann habe ich ein MAC-Produkt leer gemacht und ich habe halt da den Rest noch drinnen, weil das ist ein bisschen ausgetrocknet, aber ich finde es vollkommen in Ordnung, dass ich das Produkt so weit aufgebraucht habe, und dass dann nur so ein kleiner Rest ausgetrocknet ist. Ich habe den geliebt. Ich habe den von der Tanja bekommen. Ich habe mir einen anderen gekauft. Ich weiß nicht, den habe ich, glaube ich, aber euch eh in einem Haul gezeigt. Den habe ich mir jetzt gekauft. Der sieht so aus. Den trage ich auch heute. Das ist die Farbe Everyday is Sunshine. Den liebe ich. Ich bin genauso verliebt wie in den goldenen da. Das war der Beam Tan. Der war auch genial. Also der war wirklich genial. Aber er ist halt sehr ausgetrocknet. Ich habe auch einen lilanen noch, den ich auch noch verwenden sollte. Also man merkt, er ist furztrocken leider. Und ich habe den aber echt geliebt. Und ich würde mir ab jetzt immer so einen Dazzle Liquid von MAC kaufen. Weil ich habe den ja durch die Tanja kennengelernt. Ich habe einen lilanen habe ich auch noch. Aber den habe ich noch nicht so oft verwendet. Aber der ist mega. Und ich würde, glaube ich, nur noch Farben kaufen, die ich halt im Alltag auch verwenden kann mit meinem Augen-Make-up, damit die mir nicht austrocknen. Ich finde nämlich das da wirklich vollkommen okay, wenn das austrocknen ist. Ich habe nämlich diesen Stopper da rausgegeben am Anfang und habe halt wirklich alles aufgebraucht. Man sieht es eh. Ich meine, ich habe den Rest, der was dann trocken war, nur noch nach unten geschoben, aber ich bin so stolz auf mich und das kann ich zu meinem Back-to-Mac geben und das macht mich happy. Dann habe ich noch ein letztes Make-up-Produkt, glaube ich. Dann habe ich keine Make-up-Sachen mehr, aber ich bin froh, dass ich da irgendwas leer gekriegt habe, weil in letzter Zeit ist das ja nicht so einfach. Ich habe von Miss Lean mein Augenbrauen-Gel aufgebraucht, das Brow Friends Forever, das kennt sie ja eh schon. Ich liebe es, es gibt es nicht mehr. Ich habe noch ganz, ganz viele Backups, Gott sei Dank, und ich habe das eine von MAC auch noch, das heißt, da bin ich ausgerüstet, bis ich mir einen Ersatz suchen muss. Ich habe auch 2 Nagellack-Schnelltrockner-Sprays aufgebraucht. 2 ist echt heftig. Aber ich habe in letzter Zeit öfter meine Nägel lackiert, also auf den Fingern und auf den Zehennägeln. Ja, ich liebe den, ich kaufe mir den immer wieder nach. Ich bunker den immer und ich habe mir den auch jetzt wieder gebunkert. Weil ich gleich 2 auf einmal leer gemacht habe, ne?
Ein kleines Chorus-Duschgel habe ich auch aufgebraucht. Das war aus dieser Olive-Serie. Und ich muss sagen, ich bin immer mehr in Chorus verliebt. Egal welches Produkt ich dabei verwendet habe. Ich habe mir das Kokos-Duschgel nämlich nachgekauft. Da gab es so einen Doppelpack bei Müller und das habe ich mir gekauft, böserweise. Ja. Aber egal, ne? Das fand ich auch sehr, sehr gut. Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich mir das nachkaufen. Aber es ist jetzt nicht so genial gewesen, dass ich mir das sofort bunkern würde, so wie das Kokos. Aber das war auch geil. Vielleicht kaufe ich mir das irgendwann einmal auch. Aber das war mega. Also ich bin echt, echt begeistert von diesen kleinen Größen von Chorus. Weil dann kann man die testen. Ich verliebe mich ja sowieso schnell. Also ich bin in Chorus extrem verknallt. Wirklich, in Chorus bin ich wirklich sehr verknallt. Noch zwei Sachen, also es ist noch mehr, aber ich mache dann mal die Masken weiter. Ich habe von Fahr eine Seife aufgebraucht, die fand ich auch nicht so schlecht, aber die gibt es ja nicht mehr, beziehungsweise wird sie aufgelassen. Ich würde mir aber diese Seifen von Fahr nicht mehr nachkaufen, zumindest in dieser kleinen Verpackung nicht mehr. Hin und wieder gibt es Seifennachfüllungen, ich glaube von der Limette gibt es und von der Kokosreihe, glaube ich. Die würde ich mir kaufen, aber diese Flasche hier würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ich habe aber noch ein paar Backups von ein paar Sorten. Von Garnier das Fruchtis Watermelon Trockenshampoo habe ich auch aufgebraucht. Ich benutze es so immer dazwischen. Jetzt wasche ich öfter halt meine Haare, weil ich ja doch schwitze wie ein Schwein. Das muss man ja schütteln und ich habe es geliebt. Ich habe mir das jetzt auch wieder nachgekauft. Ich hatte nämlich so einen 25% Gutschein auf Garnier beim Biber und da habe ich mir ein paar Backups gekauft, obwohl ich glaube ich eh noch welche habe. Aber ich komme halt nicht so oft zum Biber und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon diesen 25% Gutschein habe, nutze ich den gleich aus und kaufe mir das als Backup nach. Ich mag das Melone bis jetzt noch immer am liebsten. So, Proben und Masken. So, lala. Einmal habe ich diese Nose Stripes aufgebraucht. Die habt ihr hier. Die fand ich gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das so ein Montagsprodukt erwischt habe. Und mir ist gerade eingefallen, deswegen mein schockierender Blick, dass ich vergessen habe, sie mir nachzukaufen. Aber ja, was soll's, ne? Ist immer wieder typisch. Noch einen Badezusatz von Minions habe ich aufgebraucht. Ich habe doch noch welche von den Minions. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei, die ich jetzt noch leeren muss, bevor ich die Disney-Badezusätze anfangen kann. Aber ja, ich würde mir die von den Minions leider nicht mehr nachkaufen, weil da so ein Klumpen sich bildet mit diesem Crackling-Badezusatz und man das halt schwer rausbekommt. Aber ja, es ist okay. Dann habe ich von Action die Hydrogel-Augenpads aufgebraucht. Ich liebe die. Ich werde die immer wieder nachkaufen und aufbrauchen, weil ich liebe die von Action. Die sind die besten eigentlich, finde ich. Also die von Action sind für mich zumindest die besten. Gott, ich glaube, ich fange lieber oben an. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Christoph Robin. Ein Shampoo mit Aloe Vera. In dem bin ich, also mit dem bin ich so gut klarkommen. Das hat die Haare auch so schön weich gemacht und es ist relativ teuer. Ich werde mir die Probe aber aufheben, weil ich glaube, ich werde mir das nachkaufen. Es hat die Haare so schön weich gemacht, es hat so einen richtigen frischen Kick gegeben und weiß ich, meine leiden eh so. Und bei manchen Shampoos schauen meine Haare so richtig ätzend aus, so wie heute. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe aber heute das von Rituals verwendet. Gefällt mir nicht, dass das so ausschaut. Aber ja, bei dem Banane von Body Shop und bei dem hat das nicht diesen selben Effekt wie heute. Deswegen die beiden würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe eine Ampulle leer gemacht, das war die Chill Out von Cadea Vera. Kennt sie ja eh schon auswendig. Ich liebe die Cadea Vera Ampullen. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich hoffe, dass sie jetzt, habe ich eh schon vorher erzählt, dass sie hoffentlich bald wieder Limited Editions rausbringen. Dann noch einmal ein Nose Strap, das war aber dieser getigerte, den habe ich auch aufgebraucht. Den mag ich gar nicht, weil die machen irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Ich habe so viel Zeug noch, das ist echt unpackbar. Noch eine Ampulle von Cadea Vera habe ich aufgebraucht. Die Ingwer Limette war das, glaube ich. Na, Ingwer Shot heißt das, genau. Oh ja, ist aber mit Limetten. Liebe ich. Habe ich Gott sei Dank noch sehr viele Backups. Dann habe ich eine Duftprobe leer gemacht und den Duft fand ich auch sehr gut. Hat mich echt überrascht, dass ich den so gut fand. Ich habe ihn aber vor kurzem wieder auf einem Streifen benutzt und da hat er mir echt nicht gefallen. Aber auf mir, das war von Givenchy ein Duft, aber auf mir fand ich den gar nicht so schlecht. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich den nachkaufen würde, ehrlich gesagt. Ich glaube aber nicht. Er war gut und mir ist er eine Zeit lang nicht aus dem Kopf gegangen. Aber es war jetzt, wo ich die Probe gesehen habe, habe ich mir das so gedacht, so, oh, den hast du ja auch leer gemacht. Der war okay, der war nicht so schlecht.
Aber es ist halt jetzt nicht so wie der Twilly oder ein anderer Duft, den ich unbedingt haben wollte, nachdem ich die Probe verwendet habe. Er ist gut, er hat gut an mir gerochen, aber er hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich mir den unbedingt kaufen würde. Aber er ist nicht schlecht. Dann habe ich eine Maske leer gemacht von Balea, die Pineapple Maracuja. Die sieht so aus. Die gibt es ja leider nicht mehr. Jetzt gibt es ja andere Limited Editions. Ich habe mir vor kurzem wieder welche gekauft. Ups. Aber ich komme so selten zum DM, sagte sie, und hat wieder so viel vom DM gekauft. Aber egal. Die fand ich nicht schlecht. Die war aber ein bisschen sehr, sehr gelartig, muss ich sagen. Ich weiß, da steht jetzt nicht von Gelmaske, aber die war sehr, sehr gelartig. Aber ich fand die Verpackung schön. Also die Verpackung war schön. Aber die gibt es eh nicht mehr. Also dann eine Tuchmaske, die fand ich furchtbar. Das war von Balea, diese Früchteglück. Die Verpackung ist schön, aber ich fand den Duft ehrlich gesagt schrecklich. Und die hat auch nicht mehr so Feuchtigkeit gespendet wie die anderen Balea-Masken. Ich glaube, die war einfach zu alt. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Backup habe. Wenn, sollte ich die bald aufbrauchen. Weil die fand ich jetzt nicht so gut. Also die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Noch einmal, Augenpads habe ich aufgebraucht, die Fresh Cucumber, und die liebe ich. Die liebe ich wirklich. Also die fand ich bis jetzt so wie die von Balea, die mit, welche sind das? Die mit Drachenfrucht. Also die beiden mag ich echt gerne. Die finde ich wirklich gut. Also generell Balea und Cadea Vera finde ich gut. Sie rutschen ein bisschen, aber ich finde im Vergleich, wenn man andere Hydrogel-Augenpads verwendet, fand ich die Schäbens am schlechtesten. Und ich mag, wenn, dann nur die von Cadea Vera und von Balea. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Dann habe ich eine Tuchmaske leer gemacht und ich habe ganz vergessen, dass ich die habe. Das waren nur so Tulpenblätter. Das war keine ganze Tuchmaske, sondern das waren nur Tulpenblätter. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen, weil das hat bei mir nur ein paar Sekunden gehalten, dann hat die Haut diese Feuchtigkeit aus diesen kleinen Masken schon rausgezogen. Also, da war ja mal eine Zeit lang der Urtrend, oder jeder hat das in Stories gezeigt, und dann war das auf einmal weg. Und mir ist aufgefallen, oh Gott, die habe ich auch noch, weil ich habe ja meine Masken sortiert und habe sie gleich auf der Seite lassen und habe sie verwendet. Ich würde mir sowas vielleicht nicht nochmal nachkaufen. Ich habe ja auch welche gehabt, mal mit Melone. Wenn, dann würde ich mir eher vielleicht die mit Melone nochmal kaufen, aber nur, weil ich halt einen Melone-Tick habe. Aber die fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Mein Badezusatz von Balea. Mein letzter Badezusatz von Melone, was es damals gab. Den fand ich mega. Also das war auch ein Badesalz, aber das mochte ich auch. Das fand ich auch sehr gut. Gibt es aber leider nicht mehr. Noch ein Badezusatz von Balea. Das sind die Badeperlen, die habe ich mir auch wieder nachgekauft, die würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil das ist einer von wenigen von Balea, die im Standardsortiment sind, was ich mir immer wieder nachkaufen würde. Den Bilou habe ich auch wieder leer gemacht, aber die habe ich jetzt in die Winterkiste geschmissen, weil ja, ich ja jetzt so viele von Balea habe. Ich finde ihn trotzdem gut. Ich finde, der passt Sommer und Winter. Ich finde das vollkommen egal. Ich finde auch diesen Becher da mit dem Getränk so geil. Schaut aus wie was vom Starbucks. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Aber der ist leider ja aus dem Sortiment gegangen. So. Noch einmal Augenpads. Die Lovely Roses habe ich auch aufgebraucht. Ich verstehe nicht, warum ich gerade die Limitierten so oft benutze. Ich habe so viele andere und benutze dauernd die Limitierten. Aber die waren auch gut. Kann man halt nur leider nicht mehr nachkaufen. Eine Schäbensmaske habe ich auch aufgebraucht, da muss ich sagen, die fand ich furchtbar, das war die Aloe Vera, die mochte ich überhaupt nicht, ich finde, die hat so nach Männerparfum gerochen, hat doch irgendwie nichts da für meine Haut, also ich weiß nicht, Schäbens ist nicht mehr das, was es mal war, also nachkaufen würde ich mir die nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich generell nochmal eine probieren werde von Schäbens, weil so zwei gibt es noch, die mich interessieren würden, aber mal schauen. Von Garnier habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht, die fand ich aber auch ehrlich gesagt nicht so gut. Das war die mit Melone. Ich fand, die war, ich kann es nicht mal mehr beschreiben, aber ich fand die irgendwie zu trocken auf meiner Haut. Also auf meiner Haut zu trocken, das war jetzt sehr unlogisch. Ich fand, diese Tuchmaske war ein bisschen zu trocken als, trockener als andere, sagen wir es mal so. Also trockener als, weiß ich nicht, ich habe jetzt da kein Beispiel, glaube ich. Nö. Trockener als andere Tuchmasken. Also die würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Da gibt es bessere, die ich habe. So, eine Hydrogelmaske. Ich mag ja diese Hydrogel so gerne. Und ich bin echt am überlegen, ob ich mir die Melone von Cadea Vera jetzt nochmal nachkaufe. Bei uns im Geschäft werden die nämlich immer weniger. Und ich bin immer mehr am überlegen, ob ich sie mir noch nachkaufe. Ein paar habe ich ja noch, aber ich bin echt am überlegen, ob ich mir die noch nachkaufe. Mal schauen, wenn sie am Montag noch da sind, werde ich mir die restlichen noch kaufen. Ich weiß, Kaufverbot könnte es wieder hin
vergesst dieses Kaufverbot, was ich da in dem letzten Video gesagt habe. Ich war so motiviert und dann habe ich so viele Sachen gesehen, die ich unbedingt haben wollte. Also hat sich's wieder gelegt. Und ich habe so viele Sachen aufgebraucht. Wir sind noch lange nicht fertig, also habe ich da kein schlechtes Gewissen. Noch eine Koffeinampulle habe ich aufgebraucht. Wisst ihr ja eh, habe ich euch vorher auch schon gezeigt. Liebe ich, kaufe ich mir immer wieder nach. Ich bin ein bisschen überfordert, was ich euch da als erster zeigen soll. Noch eine Hydrogelmaske, die es leider auch nicht mehr gibt, habe ich aufgebraucht. Die Glow Honey, die fand ich ja mega gut. Die haben leider die komplette Gesichtspflegeserie auch rausgenommen von diesem Glow Honey. Ich habe da noch ein Gesichtsserum und noch ein paar Masken habe ich und dann habe ich leider gar nichts mehr. Aber ich fand diese Glow Honey Reihe eigentlich gut. Bis auf die Creme, die fand ich damals nicht so gut. Das Peeling, glaube ich, habe ich leider nicht gekauft. Das habe ich dann auslassen. Ärgere ich mich jetzt eh. Aber die Reihe gibt es leider nicht mehr, weil ich fand auch die Verpackung so schön und den Duft fand ich so mega von dem, aber ja, oh, kann man nichts machen, wenn die alles auflassen. Was ich noch sehr gerne mag, ist von Terra Naturi die Fall-in-Lemon-Badezusätze. Muss ich mir auch noch welche kaufen, bevor die aus dem Sortiment gehen, weil dann wäre ich echt traurig, wenn die aus dem Sortiment gehen, weil ich will die unbedingt noch bunkern. Es bei Terra Naturi und bei mir ist es immer so eine Hassliebe. Manche Sachen liebe ich und manche Sachen gehen gar nicht. Es gibt kein Mittelding. Habe ich euch, glaube ich, schon mal in einem aufgebrauchten Video erklärt. Bei den beiden ist es zumindest so. Den Badezusatz liebe ich. Da gab es einen anderen, den fand ich nicht so gut. Bei den Lemon bin ich happy, dass der mir so gut gefällt. Und bei der einen Peeling-Maske, die Kaffeemaske, die fand ich auch mega. Da habe ich auch Gott sei Dank noch ein paar Backups. Gibt es ja leider auch nicht mehr. Dann habe ich, eine Tuchmaske von Primark habe ich auch leer gemacht. Die fand ich leider auch nicht so gut. Ich werde mir keine Primark-Sachen mehr kaufen, zumindest die Gesichtspflege nicht mehr. Ich finde die Primark-Sachen irgendwie nicht so gut von der Gesichtspflege her. Außer diese Augenpads, die ich euch mal gezeigt habe, die habe ich mir auch wieder nachgekauft und gebunkert. Aber die fand ich leider nicht so gut. Also die hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Was ich liebe, was ich vorher ja schon vorgewandt habe, ich habe noch einen zweiten aufgebraucht. Ich war sehr brav. Dann habe ich noch ein paar Masken leer. Einmal von Balea, die Tropical Dream Maske. Die war auch sehr gut, aber die gibt es ja leider auch nicht mehr. Aber ich finde trotzdem, auch wenn ich immer jammer, dass es eine Maske nicht mehr gibt von Balea, finde ich trotzdem, dass sie immer wieder gute Limited Editions rausbringen. Dieses Handy macht mich kirre, ich habe es jetzt so flott frustriert. Außer von Cartier Vera auch, weil da gibt es ja auch immer super, super Limited Editions, besonders die hier. Und da habe ich euch ja schon vorgewarnt, ich werde sie mir zu Tode bunkern, weil wenn die nicht mehr im Sortiment ist, werde ich sowas von heulen wie am Spieß, weil ich die sowas von liebe. Es ist genau mein Ding und ich liebe diese Verpackung von der Maske. Also die schreit meinen Namen. Eine Reinigung von Shiseido habe ich auch aufgebraucht und ich habe noch zwei von den Varianten. Ich muss aber sagen, ich finde das nicht so gut. Außer jetzt für die Reise, glaube ich, werde ich mir eine Verpackung mitnehmen, weil für die Reise ist es, glaube ich, nicht so schlecht. Ich habe noch eine grüne und eine rote Variante da. Die gelbe Variante war vom Duft sehr gut, vom Reinigungseffekt auch, aber die wurden aus dem Sortiment genommen. Ich glaube, wegen der Verpackung, weil es nicht umweltfreundlich ist, weil es ja auch Plastik ist. Ja, aber ich finde es gut. Ich freue mich schon auf die anderen beiden Reinigungen, aber man kann sie ja eh nicht mehr nachkaufen. Aber ich bin froh, dass ich das mal ausprobieren konnte. Ich fand die Verpackung irgendwie interessant. So, Lippenmasken habe ich auch wieder ein paar leer gemacht. Ich zeige euch die gleich nach der Reihe. Da habe ich einmal, also für jeweils einmal die Kirsche und die Kokos. Die benutze ich ja immer Anfang des Monats, weil ihr wisst ja, wie sehr ich die liebe. Die habe ich auch gebunkert beide. Dann noch eine von Action, die habe ich auch aufgebraucht. Habt ihr im letzten Haul-Video gesehen, habe ich mir ja auch gebunkert. Dann habe ich einmal eine Tuchmaske leer gemacht mit Manuka-Honig. Die war aber gar nicht gut. Das war so eine schwarze Tuchmaske. Die hat bei mir auf der Haut gebrannt. Und hat dann noch so schwarze Reste hinterlassen, also musste man dann sich da sowieso das Gesicht danach waschen. Ich hoffe, dass das jetzt mein letztes Backup war, weil ich fand die nicht gut. Und ich hoffe, dass ich keine mehr habe, sonst muss ich die nämlich auch noch benutzen. Ich habe zweimal die Melone-Maske von Balea aufgebraucht, aber einmal von einer alten Limited Edition und die andere von einer neuen Limited Edition. Ich muss sagen, ich mag beide sehr, sehr gerne. Das war ja diese, die, was ich in dem Haul-Video erwähnt habe, diese Melonenhälfte Schnittdings, ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt die Verpackung, ja. Ich mag aber ehrlich gesagt beide. Oh Gott, jetzt biegt das an mir.
Ich mag ehrlich gesagt beide sehr, sehr gerne. Und ich habe Gott sei Dank von der habe ich noch ein paar Backups und da habt ihr gesehen, habe ich die ja auch gebunkert. Und ich werde im Sommer auf jeden Fall jeweils eine noch von beiden verwenden, weil ich finde, ihr wisst ja, Melone ist so richtig meins. Banane und Melone sind so meine zwei Duftrichtungen in letzter Zeit. Komm her da! Gottes Willen. So. Eine Glow-Ampulle habe ich auch noch aufgebraucht. Dann habe ich noch zwei Masken leer gemacht. Einmal diese Tuchmaske Sweet Macaron. Ich habe die vollkommen vergessen. Ich hatte ja mal die lilane auch und die habe ich auch aufgebraucht. Und die Rosen habe ich komplett vergessen. Die war aber sehr gut. Ich fand die Verpackung mega süß. Ich habe vor kurzem meine Masken ein bisschen sortiert. Und dadurch habe ich die halt gesehen. Und ja, ich fand die sehr gut. Die waren aber leider Limited Edition. Aber ich fand die Verpackung und die Maske war mega. Fand ich echt gut. Dann habe ich von Tiki Max mir mal gekauft, eine Augenmaske. Die war ja so abgebildet und ich dachte eigentlich, dass das solche Augenpads sind. War es aber nicht. Das war so eine komplette Maske. Fand ich komisch. Sie war okay, aber ja, also nachkaufen würde ich es mir jetzt nicht. Beim Tiki Max sowieso schwer, aber sie war von der Verpackung her auch voll süß. Und ich habe die andere Maske ja auch noch, diese komplette, was so gruselig ausschaut, wo ich den Stefan unbedingt schocken will. Es war okay, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker geholt und ich verstehe nicht, warum das so abgebildet war, obwohl es so eine komplette Tuchmaske war für die Augen. Verstehe ich nicht. Aber ja, weil es war auch kein Hydrogel, sondern es war wirklich so eine Tuchmaske, was nur für die Augen war. Ja, fand ich komisch, aber ist halt so. Eine Probe habe ich leer gemacht. Das war so ein Probenpaket, das habe ich mal von irgendeiner Schulung bekommen, glaube ich, von Shiseido. Da waren drei Proben drinnen, die ich alle drei aufgebraucht habe. Einmal war die Augenpflege drin, die war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich würde die aber eher im Winter verwenden, weil jetzt in der warmen Jahreszeit wäre mir das ein bisschen zu reichhaltig. Dann habe ich noch das Serum und die Pflege aufgebraucht. Von den drei Sachen fand ich aber nur die Augencreme eigentlich ziemlich gut, weil die anderen beiden Produkte hatten so einen komischen Duft irgendwie. Also mir hat das nicht vom Duft her so gut gefallen. Aber ich fand das cool, dass man das so ausprobieren konnte und dass da so drei kleine Proben drin waren. Ich war ja der Ur-Junkie, also ich bin der Ur-Monk, was aufgebraucht Sachen betrifft. Ich hatte die Augencreme schon Anfang des Monats leer und die zwei Dinge habe ich erst später leer gemacht und dann habe ich das rausgekramt, weil die Augencreme habe ich natürlich so in die Tüte reingeschmissen und die beiden habe ich so reingesteckt wieder in dieses Probenpaket hier. Die Vivi hat mich ausgelacht, weil ich gesagt habe, ich kleiner Monk habe jetzt die rausgesucht, damit ich es da reingeben kann. Also da bin ich echt gestört. Da bin ich wirklich gestört, aber okay. Ich werde mir auch, glaube ich, die Augencreme aufheben. Aber ich weiß nicht, so extrem gut fand ich die jetzt auch wieder nicht. Sie war okay, aber sie hat mich jetzt nicht so... Na, ich hebe sie mir nicht auf. Aber ich fand das Probenpaket fand ich sehr gut. Ich bin halt nicht so der Shiseido-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also Shiseido, das rote Serum ist geil, das mag ich auch. Aber die anderen Sachen, die hauen mich irgendwie nicht so um. Vielleicht bin ich da auch nicht die richtige Zielgruppe dafür. Das könnte natürlich auch sein. So. Noch ein paar Pflegeprodukte habe ich aufgebraucht. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich keine Bodylotions leer gemacht habe. Aber doch habe ich. Ich habe zwei Bodylotions leer bekommen. Beide von The Body Shop. Einmal die Cool Daisy, was jetzt gerade aktuell Limited Edition ist, was ich ja bei einem Einkauf gratis dazu bekommen habe. Und einmal die Grapefruit, was ich mir gekauft habe. Die Pink Grapefruit, muss ich sagen, ist nicht mehr so meins. Also vom Duft her hat sie mir gar nicht gefallen. Gefällt mir nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber früher hat die mir gut gefallen, jetzt gefällt die mir vom Duft her überhaupt nicht. Pflege liebe ich natürlich von der Body Butter. Aber diese Pink Grapefruit, ich bin froh, dass ich nur die kleine hatte, würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Sage ich euch ganz... Das war ja schön, ne? Sage ich euch ganz ehrlich, würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Welche ich mir schon nachkaufen würde, wäre diese Cool Daisy. Die war mega geil. Also der Duft war so geil davon. Ich kann nicht mehr. Ich finde die so genial. Mich hat die auch gar nicht genervt. Weil normalerweise, wenn ich etwas ein bisschen länger verwenden muss, nervt die mich. Aber bei der war es jetzt nicht der Fall. Da war ich auch ein bisschen traurig. Ich meine, natürlich will man dann noch was anderes verwenden, wenn man da die ganze Zeit denselben Duft durch hat. Aber ich muss sagen, ich finde die wirklich gut. Und ich warte auf den Abverkauf, wenn die die Sachen reduzieren. Ich war nämlich vor kurzem bei einer Body Shop und da habe ich ein paar reduzierte Body Sachen gekauft. Ich weiß nicht mal wohin. Fürcht mich schon, wenn ich den Haul drehe und weiß nicht mal, wo ich die Sachen hingeben soll. Aber ich liebe Body Shop und ich muss wirklich... Ich bin eh brav am Aufbau. Ich meine, ich habe zwei Body Lotions leer gemacht. Es hätte mehr sein können, aber es ist wirklich schon gut. Also das ist die zweite.
Ja, einen Duft habe ich auch leer gemacht. Dieses Mal ist es nur einer geworden und ich habe auch kaum Proben leer gemacht. Da bin ich echt enttäuscht von mir, weil ich habe auch in der Arbeit jetzt speziell verwendet den Victoria's Secret Body Spray und da wird es natürlich eine Weile brauchen, bis ich da was leer kriege, aber mein Gott, dann ist es halt so. Ist nicht so schlimm. Ich verwende nämlich gerade so zwei Fiolen, so große, längliche Proben sind das. Die verwende ich gerade aktuell von Lancôme. Und dann werde ich weiterhin den Body Spray benutzen. Ich habe auch das Duschgel gerade in Verwendung und dann werde ich weiter den Victoria's Secret Body Spray verwenden. Also wird es diesmal mit Duft nicht so viel werden, aber egal. Ist, finde ich, jetzt nicht so dramatisch. Aufgebraucht habe ich den Jill Sander Simply Poudre. Den habe ich geliebt. Der ging auch sehr, sehr schnell leider leer. Aber ich fand den richtig gut. Leider gibt es den ja nicht mehr, aber vielleicht kriegt man den noch auf Nodino oder so. Also hätte ich nicht so viel, würde ich nachschauen, aber ich habe eh zu viel Düfte. Und durch das, dass ich dem Monat so böse war und nur einen leer gemacht habe und eine Probe, habe ich mir gedacht, werde ich mir fix keinen Duft kaufen. Fix nicht. Also da weigere ich mich. Also wenn ich mir einen Duft kaufen sollte, würde ich mir auf die Finger hauen. Weil ich habe diesen Monat nichts aufgebraucht, außer den einen und eine Probe. Nein. Ich versuche im Juli mehr zu leeren. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Ich habe auch eine Augencreme leer gemacht von Clarins, die Total Eye Lift. Ich verkaufe sie so, so gerne. Ich verkaufe sie wirklich gerne. Aber ich glaube, ich bin da auch nicht so die richtige Zielgruppe dafür, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ding bei mir gar nichts gemacht hat. Und sie ging dann am Schluss relativ schnell leer, wo ich ganz überrascht war, wo ich sie dann so intensiv verwendet habe, ging sie auf einmal leer. Haben wir doch so, okay, von mir aus. Ich fand die leider nicht so gut, die Verpackung ist mega und ich verkaufe sie, wie gesagt, voll gerne. Und ich habe bis jetzt noch nie irgendwas Negatives von einem Kunden gehört, wenn ich die demjenigen verkauft habe. Und die meisten kaufen sie sogar wieder nach. Aber ich für mich ist die nichts leider. Ich traue noch immer dieser Chanel hinterher. Ich kann es euch zeigen, ich habe davon die Probe noch. Ich glaube, das ist ja die, ja, das ist die, sieht man die? Der traue ich so hinterher, ich will die unbedingt noch einmal haben. Und ich habe mir auch auf die Seite gelegt, so eine Shiseido BB Cream, ich würde die auch so gerne im Sommer verwenden. Auch eine CC Cream von Chanel würde ich gerne verwenden. Aber ich muss erstmal ein bisschen was aufbrauchen. Vielleicht sortiere ich noch ein paar Make-ups aus, könnte ich ruhig machen, weil ich habe eh so viele und ein paar sind mir auch zu dunkel. Aber ich will diese Sache unbedingt haben. Und die Augencremen überlege ich auch. Also ich habe jetzt zwei kleine Proben in Verwendung. Beide gefallen mir auch nicht so gut. Bis auf die Elisabeth Arden, die ist nicht so schlecht. Aber haut mich halt jetzt auch nicht so vom Hocker wie die von Chanel. Und bei der war es dasselbe. Das hat mich wirklich nicht vom Hocker gehauen. Und ich bin da so traurig drüber, weil ich würde gerne, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen was günstigeres als Chanel finde. Ich meine, die ist auch sehr teuer, die kostet auch 72 Euro. Und ich finde nicht, dass sie so einen Effekt gemacht hat, dass ich jetzt sagen würde, die will ich unbedingt wieder haben. Ja. Zwei Produkte noch, dann haben wir es geschafft. Ich zeige euch die zuerst. Das war ein Tester von Ahava, das war eine Maske. Ich habe die jetzt am Schluss noch aufgebraucht. Sie hat eigentlich gut gerochen, da ist jetzt noch ein bisschen was drinnen. Ich habe die großzügig auf mein Gesicht aufgetragen und auf einmal hat die im Gesicht gebrannt. Ich habe die halt so schnell wie möglich wieder auf, also abgewaschen und habe dann den Rest fürs Dekolleté verwendet, damit sie leer wird. Weil ich habe gesehen, dass die 2018 oder 2019 schon offen war, weil das ja auch ein Tester war, habt ihr ja gesehen. Und deswegen habe ich die so großzügig verwendet, um sie einfach aufzubrauchen. Eigentlich bin ich nicht so verschwenderisch, aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich sie nochmal im Gesicht verwende, ich hatte Gott sei Dank nichts, keine Pickel bis jetzt, keine Rötungen, gar nichts, aber ich habe den Rest dann einfach fürs Dekolleté verwendet, sie ist jetzt leer. Die gibt es auch nicht mehr, das war von Ahava, diese Mineral Mood Brightening und Hydrating Facial Treatment Mask. Das ist ein sehr langer Name für eine Maske. Da gab es auch eine andere Variante, aber beide gibt es nicht mehr. Also die würde ich mir auch nicht nachkaufen. Was auch ein Tester war, wo ich sehr lange gebraucht habe, bis ich die leer kriege, war die Biotherm Aquasource Everplump Night. Und ihr wisst ja, die liebe ich heiß. Ich habe die echt gerne benutzt. Ich muss nur sagen, am Abend bin ich leider so eincremevoll. Hat sich jetzt auch nicht gebessert, seit ich die leer gemacht habe. Ich liebe den Duft. Jetzt, wo ich sie nach längerem wieder rieche, vermisse ich sie auch. Ich habe auch noch ein Backup von der. Das Problem ist halt, dass es die nicht mehr gibt. Also die wurde aus dem Sortiment genommen. Die sieht so aus. Das war auch ein Tester, den habe ich mir damals noch ausgesucht. Weil da haben sie schon aus dem Sortiment genommen. Ich habe mir dann den Tester raussuchen dürfen, weil ich gefragt habe, ob ich den haben darf. Ja. Leider gibt es sie nicht mehr. Leider gibt es sie nicht mehr. Ich habe sie noch beim Nodino gesehen.
Ich habe aber noch, wie gesagt, ein Backup. Ich hatte die ja mal in klein in einer Tube und habe sie jetzt so in groß aufgebraucht. Ich meine, da ist ziemlich viel drinnen. Da sind 75 Milliliter drin für eine Nachtcreme. Man kann die auch quasi als Schlafmaske verwenden. Was ich auch oft gemacht habe, dass ich sie einfach ein bisschen dicker als Schlafmaske auftragen habe. Ich liebe die. Ich kann es euch nicht oft genug sagen, ich liebe die. Und ich verstehe nicht, warum die gerade das Produkt aus dem Sortiment genommen haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Und ich bin furchtbar traurig drüber, aber ich bin gerade auf der Suche nach einem Ersatz. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was im Sortiment bleibt, was ich mag. Aber ich habe eh so viele Sachen, also kann ich mich da ja, glaube ich, mein restliches Leben lang durchtesten. Aber wie gesagt, von der habe ich noch ein Backup. Kaufen würde ich mir dabei eben keine mehr, weil ich habe noch die eine und da ist so viel drinnen, deswegen... Ja. Und es bringt ja nichts, wenn ich die andere kaufe bei Nodino, wird die bei Nodino sicher auch irgendwann rausgehen. Also, ja. Ich finde es traurig, dass sie die aus dem Sortiment genommen haben, aber ich kann nicht dauernd irgendwas nachtrauen. Wenn, dann sollte ich mir einen Ersatz suchen, der auch im Sortiment bleibt. Aber ist nicht so einfach, wie man merkt. Das war's mit dem Video. So viel gelabert habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Die Kiste ist voll. Die Kiste ist wirklich voll. Und ich bin so, so stolz auf mich, dass ich so extrem viel, wirklich viel leer gemacht habe. Ich habe jedem meine Aufgebrauchtüte geschickt, weil die halt wirklich ziemlich voll war. Und ich bin sehr stolz auf mich, muss ich wirklich sagen. Also ich bin wirklich extrem, extrem stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. Habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie geschafft, dass ich so viel leer kriege. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr alles so aufgebraucht habt, ob ihr die Sachen gekannt habt, was ich da leer gemacht habe. Und ja, also wie gesagt, das Kaufverbot ist damit aufgehoben, weil ihr habt es jetzt gesehen, wie viel ich leer gemacht habe und da brauche ich mir keine Gedanken machen, glaube ich. Es gibt zwar schon ein paar Dinge, die ich jetzt nicht mehr so nachkaufen sollte, wie Duschgel, Bodylotion und so, aber ich werde demnächst mal vielleicht das Sammlungsvideo machen. Ich versuche mich noch so ein bisschen davor zu drücken, weil das wird echt heftig werden, das Sammlungsvideo. Und da will ich dann auch wieder aussortieren. Also hoffe ich mal, dass das was wird. Das würde ich gerne vor dem Haul-Video machen, aber mal schauen, wie ich das noch zusammenbringe. Das heißt, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder und ja, bis dann. Bye!